closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Wo bin ich? Hatte ich einen schlechten Traum? Ich erinnere mich, es ist der 31. Dezember 1958. Mein Name ist Booker DeWitt. Ich bin Privatdetektiv. Und befinde mich in Rapture. Doch, wer ist diese Frau? Ich möchte Feuer, vielleicht kriege ich dadurch Informationen. Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Sally. Wir sollen Sally suchen, aber wir wissen doch, dass sie tot ist. Und damit begrüße ich euch recht herzlich hier zurück auf dem Kanal Netzer Gang Bros. Wir befinden uns wieder bei Bioshock Infinite. Diesmal bei dem ersten DLC, Barrel at the Sea, Episode 1. Ich bin der Permo. Und ja, wie ihr seht, ist es nicht mehr Columbia, wo wir uns hier befinden, sondern Rapture. Und wir sind Booker DeWitt, das heißt, wir können wieder Taschen durchgucken und alles durchschnüffeln und wir sind ziemlich fertig aus unserer kleinen Detektiverei hier. Aber jetzt werden wir erstmal gucken, was Elizabeth über Sally weiß. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. Follow me. Es ist schön, dich wiederzusehen, Elizabeth. Rapture hat sich ein wenig verändert. Es ist noch ganz. Und es ist belebt mit normalen Menschen. Und schön sieht sie aus, ey. Speck. What's this girl to you? What I need from her is my business. But I know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful. Ein Mann kann zu vielen Sachen nützlich sein. Vor allen Dingen, wenn er Booker DeWitt heißt. Und ja, liebe Freunde, Untertitel ist an. Leider Gottes gibt es diesen DLC nicht auf Deutsch, beziehungsweise mit deutscher Tonqualität, Audiospur, ja, ihr wisst schon. Was ich relativ schade finde, weil ich fand die Synchronisation im Bioshock Infinite schon ziemlich gut, also so richtig gut. Da habe ich schon echt schlimmere Sachen erlebt. Ich erinnere mich da an Remember Me. Und deshalb leider halt alles nur mit Untertitel. Guten Tag, Hallöchen. Fontaines Schergen oder ein ehemaligen Warenhaus vor sich hin. Aha, okay, was haben wir denn hier? Oh, ein süßes kleines Kind. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Ach, schön sieht sie aus. Was ist los? Ain't you playing the ponies no more? You're too good for the boys at the track now. Ah, wir sind ja wohl ein sehr bekannter Mensch. Yes? Ich wollte nur mal gucken, so was bei dir geht und in Taschen rumstöbern, weil ich das immer so gern gemacht habe. What do you want? An autograph? Ich dachte, du willst eins von mir. Ich wollte nur nett sein. Hey, hallo, ich bin schließlich immerhin Booker DeWitt und ich bin bekannt bei den Leuten, die mit den verschränkten Beinen sitzen. Jetzt gucke ich gerade zu mir runter. Ja, verdammt, ich sitze auch gerade so da. Ich sitze jetzt nicht mehr ein bisschen anders als normale Spielposition, damit ich den Untertitel besser lesen kann.
werden. Johnny, das war amüsant. Oh, eine Bar. He's a big fish in an awful small pond, if you ask me. Anything you say, pal. If I was running things, I'd say, why just one city? Why not two, eh? Why not three? Eine Rapture reicht wohl durchaus. Ja. Ich weiß leider Gottes schon, dass dieser DLC hier, Episode 1, relativ kurz ist. Und eigentlich mehr Wert auf Geschichte gelesen. Then Einstein would have remained a patent clerk. It's our responsibility to strive. Hear, hear. Hört, hört. Mehr auf Geschichte gelesen wird, deshalb will ich auch hier möglichst jeden Dialog mitnehmen, den ich kriegen kann. Can I help you? Kann ich dir vielleicht helfen? Hey, ich bin Buckle DeWitt, Privatdetektiv. Und hier wird ganz schön viel geraucht. Meine Fresse. Such a shame. Was für eine Freundin? Weißt du was an einer Freundin? Nicht? Okay, schade. Well, I love him for who he is. Not for what he does for me. If you ask me, philosophy should stop at the bedroom door. Ja, im Schlafzimmer gehört definitiv was anderes rein. Oh, er sieht bedrohlich aus, er sieht bedrohlich aus. Ich gehe woanders hin. Sie wird schon ganz nervös. Sie läuft hin und her. Ja, ganz ruhig. Wir gucken mal. Ja, ich bin traurig, weil... Eigentlich bin ich nicht traurig. Ich bin eigentlich ziemlich happy, weil Elizabeth wieder bei mir ist. An meiner Seite. Und sie sieht gut aus. Meine Fresse. You're just trapped by petite bourgeois notions of romance, aren't you? Take it whatever way you will. But a girl wants what a girl wants. Beauty fades. The mind is eternal. Tell that to my grandfather. The man thinks he's got feathers and a beak. Ja. Ich sagen wollte, sie sieht gut aus, aber darf man das eigentlich so sagen? Wir wissen ja alle, wer Elizabeth eigentlich wirklich ist, in welchem Zusammenhang sie mit Buckle DeWitt steht. Und Rauchen schadet deiner Gesundheit. Auf zu rauchen. Ja, nun dreh nicht gleich deine Augen, wir gehen ja schon weiter. Komm. Elizabeth? Oh. Verrückt. Verrückt. It's just a matter of time before Ryan's goons round up anybody talks bad about him. I mean, just look what happened to Frank Fontaine. Ja, was Fontaine zugestoßen ist, hat er natürlich... Hoppala, was habe ich denn jetzt gedrückt? Natürlich selbst zuzuschreiben. Ich wollte eigentlich nur sprinten. Ach, guck mal hier. What are they? Means go. Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Okay, Elizabeth weiß anscheinend nicht, was diese jungen Damen hier auf sich haben. Ich weiß es leider auch nicht, da ich bei Shogun 1 und 2 leider nicht gespielt habe, aber Let's Plays angeguckt habe. Hey, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Von daher, wir wissen ja, was für warum diese kleinen Mädchen da sind. Doch wer ist sie? Was ist mit dir, ihr Kumpel? Shady Sauce, ey, muss man schon mal echt sagen, ja? Ja, komm ja schon. Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan. You hold yourself to that standard, you'll never be happy. In what country is there a place for men like me? Men who refuse to say yes to the doubters and the parasites. Yes, yes, but even Andrew Ryan takes a vacation. Andrew Ryan macht niemals Urlaub. Come on, we haven't got all day. Jet Postel. Ah, cool. Können wir vielleicht in den Taschen rumstöbern? Noch können wir nichts machen. Außer Elizabeth folgen. Werden die Pakete wohl hin und her getragen? Little Wonders. Kashmir. Little Wonders. Okay, cool. Was? Achso, stand nur geschlossen. Oh, 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 ein Big Daddy. Ich
Ich habe mich schon immer gefragt, wie die sich fortbewegen. Also hier so unter Wasser. Das ist sehr cool. Können ja Rohre einfach wegschießen und dann woanders hingehen. Cool. Cool, cool, cool. So. Ah, hier. You're properly versed on a topic before you're allowed to vote on it. Otherwise, it's just a knee-jerk response from the uninformed. Does more harm than good. Who would judge that? A system like that invites abuse? Having a benevolent dictatorship takes care of that. Benevolence isn't human nature. Naja. Oh, geht's auf. Schön. Get on with it. My time is. Aha, ich bin Mister ganz wichtig. Oh, was haben wir denn hier? Ein Audiotagebuch. Schön. Zigaretten brauchen wir nicht. Brieftasche. Ist leider nichts drin. Aber ein Apfel können wir essen. Warte mal, wie war das mit J abspielen? Ja, genau. Ryan's been good to me. Few are the patrons who truly understand the struggle of the artist. But even I was a little leery when he shuttered Fontaine's business and sent that bald buck to a grave deep in the briny. But when Ryan buried all of Fontaine's pals in that department store, someone had to find a home for all those freshly minted orphans. And if I turned a dollar or two in the process, you can hardly blame me for doing well by doing good. Natürlich ein bisschen doof, dass die Audiolux keinen Untertitel haben. Great Chain's only as strong as its weakest link. Sie Are you lost? Nee. Ich hab meine Stadtrundführerin hier. Hallo Jungs. Was geht bei euch? Okay, die zwei Turteltauben. Lassen wir da mal lieber. Jetzt haben wir hier Zeitungsstände. Meek can go ahead and inherit the earth for all I care. I'm fine right here in Rapture. Sie guckt mich voll verstört an. Was haben wir denn hier? Art. Science Industry. Ach, da unten ist er gerade. Ich habe gerade Elizabeth Schuller gesucht. Ryan Security Firm. I got it firsthand. Cooks a fella from the inside out. Is the damn thing a weapon or an oven? Works with mini rays or microwaves? Oh, I can't remember. All I know is it sounds dreadful. Ah, guck dir die zwei Turteltäubchen hier unten. Elizabeth? Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Hab ich schon gesagt, dass du gut aussiehst? Ja, ist ja okay. Wir laufen ja schon weiter. Oh, jetzt ganz lässig ihren Arm da drauf hat. Ich hänge. Ich wollte nicht hängen. Oh, geht's denn hier? Funny. What? You're not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Ich wollte jetzt eigentlich den Dialog von den zwei hören, aber hey, Elizabeth hat uns gerade ein bisschen was erzählt. The Hostick sees you, he'll toss you out on your ass again. Hey, warum? Naja, weil doch irgendwie so. Ein, sittliches. Hey, Gude! Es geht! Nicht viel. Okay, auf Elizabeth. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Okay.
Elizabeth? Geht's denn nicht vorwärts? Ah, Knopf drücken. Ah, natürlich, die feine Dame will natürlich den Knopf nicht drücken. Was ist denn das jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo und herzlich willkommen auf der Bioshock Infinite Barrier. Das ist die Episode 1 Endcard. Ich bin der Permo und... Hallo, hey. Ich habe gerade echt mehr jetzt genug Monologe und Dialoge von den Charakteren gehört. Musst du mich jetzt echt auch nochmal einen Zug quatschen? Ja, also ich könnte dir jetzt hier was erzählen und... Ach komm, hier Endcard angucken, Musik hören... Videos klicken, abonnieren, Daumen hoch und bla.